Nun, was haben wir denn hier? Ja, Upgrades. Sollen wir mal kurz Upgrades machen? Wir machen mal Upgrades. Tagebücher und Upgrades. Wir haben 18 Punkte. Holla, die Waldfee. Haben wir neue Fähigkeiten, die wir upgraden können? Ich weiß es gar nicht. Nee. Beim Einsatz von Wuschen und Flaschen werden kurzzeitig gegnerische Positionen angezeigt. Nö, möchte ich nicht. Bis zu 3 Zeitstopper aktivieren. Ja, wäre nicht schlecht. Wuschen 3-mal hintereinander, auch nicht schlecht. Zeitschild. Während sich Jack erholt, er sich schneller von Treffern. Verlangsamt sich die Zeit noch stärker. Dauert länger an, hat einen größeren Radius. Zeitexplosion. Der Schadensradius der Zeitexplosion wird erhöht. Ja, das klingt gut. Das ist, glaube ich, wenn wir den Zeitstopper aufladen. Lädt sich schneller auf. Aber hier Radius finde ich gut. Das kaufen wir. Flashen. Ist, glaube ich, wenn wir das Wuschen gedrückt halten. Huch. Gegner zu Boden werfen durch Drücken von B. Wenn beim Flashen Gegner in unmittelbarer Nähe sind, kostet weniger Krone und Energie. Wir haben Krone und Energie? Okay. Wir haben noch 16 Punkte über. Ja. Nehme ich. Ein Zeitschild finde ich ganz gut mittlerweile. Den bilden wir mal. Oh, warte mal, jetzt haben wir nur noch 9. Zusätzliche Aktivierung. Das hier finde ich, glaube ich, ganz geil. So, das reicht jetzt aber. So, ich wollte nochmal da hochgehen, bevor wir mit Pef reden. Ist euch mal aufgefallen, dass kein Kabel zu diesen Lautsprechern führt? Ihr könnt jetzt sagen, die sind ja Funklautsprecher, aber da hinten sind die Anschlüsse. Das ist wahrscheinlich so ein psychologisches Ding. Ich frage mich, ob ich hier gleich sowieso mit ihr hochgehe. Ich weiß es nicht, aber für den Fall, dass es nicht so ist, gucken wir uns das nochmal an. Nein! Nein! Mein Drehbuch Teil 2. Teil 2 von Time Knife. Oh, ja. Ja, Leute. Ja, es ist 12:30, aber ich muss das trotzdem lesen. Wie geil, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Time Knife Teil 2. Dass ich das noch erleben darf. Hui. Warte mal, da muss ich aber kurz was trinken. Ich habe hier so eine Kanne mit Wasser und das schütte ich mir mal ein. Die steht immer neben meinem Laptop und wenn die mal umfällt, dann habe ich ein Problem. Ha, so. Hallo Sophia. Ich habe noch immer keine Antwort auf die erste Hälfte meines Drehbuchs von Ihnen erhalten, aber ich bin jetzt mit der zweiten Hälfte fertig und schicke sie Ihnen einfach einmal. Lassen Sie mich wissen, was Sie davon halten. Es hat ja Zeit. Geschrieben von Bruce Livingston. Akt 2. Gerade wurde Bruce' bester Freund von seinem Boss Paul Marine umgebracht. Bruce ist jetzt das Messer, hat jetzt das Messer der Zeit, das Dinge durch die Zeit schickt, wenn er sie damit sticht. Er geht auf Paul Marines Hochzeit, um dessen Freundin Sophien zu sagen, dass sie ihn nicht heiraten soll, weil er ein wirklich beschissener Typ ist. Internationales Hochzeitsgebäude, Tag? Es ist eine Hochzeit. Paul Marine und seine Freundin Sophien wollen heiraten. Sophien ist wirklich attraktiv. Wenn die meisten Frauen ein Schinkenbrötchen sind, ist sie ein Filetsteak. Okay. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Bruce betritt das Hochzeitsgebäude. Bruce, stopp! Sophien, Bruce, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Bruce, du kannst Paul Marine nicht heiraten. Er ist ein echt beschissener Typ. Paul Marine, er lügt! Bruce, tu ich nicht. Er hat meinen besten Freund mit Zeitkugeln getötet. Sophien, aber das ist unmöglich. Zeitreisen gibt es noch nicht. Noch nicht? Ah, interessant. Das ist genau das, was sie wollen, dass wir glauben. Aber ich habe ein Messer, das durch eine Zeit auch eine Zeitmaschine ist und Menschen durch die Zeit schickt, wenn ich es ihnen reinramme. Sophien, ich möchte dir glauben, aber das macht alles keinen Sinn. Ich werde es dir beweisen. Bruce schnappt sich Sophiens Mutter. Bruce,
hier etwas Geld für Lotterielose. Bruce gibt Sophiens Mutter etwas Geld für Lotterielose. Er sticht mit dem Messer auf sie ein, sanft, nicht gewalttätig. Nur so viel, dass sie durch die Zeit reist. Sie verschwindet. Sophiens Mutter betritt das Hochzeitsgebäude. Sie trägt jetzt andere Kleidung. Sophiens Mutter. Er hat recht. Er hat sanft mit dem Messer auf der Zeit auf mich eingestochen und ich wurde in die Vergangenheit zurückgeschickt. Er hat mir auch etwas Geld gegeben, mit dem ich Lotterielose gekauft habe, von denen ich wusste, sie würden gewinnen. Und jetzt habe ich 1 Million Dollar. Sophien, du hast meiner Mutter geholfen, reich zu werden. Danke, Bruce. Du hast mich in dem Moment reich gemacht, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Reich in meinem Herzen mit Liebe. Sophien, ich habe dich immer mehr geliebt, aber Paul, Marine und ich sind bereits verheiratet. Paul, Marine, du kommst zu spät. Traubfahrer, tut er das wirklich? Der Traubfahrer reißt sich seine Maske vom Gesicht. In Wirklichkeit ist er George Washington. George Washington. Bruce. Bruce wusste, ihr würdet heiraten. Deshalb hat er sich selbst das Messer reingerammt und ist in die Vergangenheit gereist. Dann hat er auf mich eingestochen, damit ich in diese Zeit geschickt werden würde. Dann habe ich so getan, als ob ich der Traubfahrer für diese Hochzeit wäre. Aber ich bin überhaupt kein Pfarrer. Und deshalb ist diese Hochzeit nicht offiziell. Sophie, das hast du alles für mich getan, Bruce. Ja, ich habe auf George Washington eingestochen, weil ich dich liebe. Außerdem war der Mann, den du beinahe geheiratet hättest, nicht Paul Marine. Paul Marine nimmt seine Maske ab. Es ist Slobo, Bruce' bester Freund. Bruce, das ist in Wirklichkeit eine vorgetäuschte Hochzeit. Ich habe Slobos Leben gerettet und ihn sicher als deinen Freund verkleiden lassen, damit das ja alles echt wirkt. Aber eigentlich war es ein Test, um zu sehen, ob wir füreinander vorherbestimmt sind. Sophien, die einzige Sache, die vorherbestimmt ist, ist dein Tod. Sophien zieht eine Pistole und nimmt ihre Maske ab. Es ist der wahre Paul Marine. Bruce, aber wie? Paul Marine, ich bin in die Vergangenheit... dir in die Vergangenheit gefolgt. Dafür habe ich meine Zeitkugeln verwendet. Dort habe ich deinen Plan entdeckt. Also habe ich Sophien bereits in der Vergangenheit geheiratet. Sie wollte nicht, dann habe ich ihr aber dieses Baby gezeigt. Paul Marine zeigt ein Baby. Paul Marine, ich habe ihr gesagt, dass dieses Baby in Wirklichkeit unser Baby aus der Zukunft ist und dass ich Zeitkugeln benutzt habe, um mit dem Baby zurück in die Vergangenheit zu reisen, um es ihr zu zeigen, damit wir in der Zukunft zusammen eine Familie haben. Aber in Wirklichkeit ist das ein Baby, das ich gestohlen habe und das überhaupt nicht meins ist. Wessen Baby ist es dann? Die echte Sophien betritt den Raum. Sie trägt ein zukunftsmäßig aussehende Hose und Bluse. Sophien, unseres! Bruce, bist du Sophien aus der Zukunft? Ja. Du verstehst alles immer so schnell. Ich bin in die Vergangenheit gekommen, um dir zu sagen, dass du und ich in der Zukunft geheiratet haben werden, Bruce. Wir hatten ein sehr aktives und äußerst befriedigendes Sexualleben, das zu der Geburt unseres Zukunftskindes Uruguay geführt hat. Das ist das Baby, das Paul Marine in seinen Armen hält. Er hat unser Baby gestohlen. Aber warum? Paul Marine hat unser Baby gestohlen und ist dann in die Vergangenheit gereist, damit er das Baby als Lüge benutzen kann, um mein jüngeres Ich dazu zu bringen, ihn anstatt dich zu heiraten, indem er sagt, dass dies in Wirklichkeit das Baby ist, das er mit mir in der Zukunft haben wird. Mein Ich in der Vergangenheit glaubte ihm und deshalb habe ich Paul Marine geheiratet und werde niemals dich heiraten. Slobo? Oh man! Paul Marine? Es ist vorbei, Bruce. Wir sind verheiratet. Bis dass der Tod euch scheidet. Bruce zückt das Messer der Zeit. Paul Marine zieht seine Pistole mit den Zeitkugeln. Sie haben den besten Kampf, den es jemals in einem Film gab. Am Ende hält Bruce Paul Marine das Messer an den Hals. Bruce, die Entscheidung stand auf Messers Schneide. Bruce hebt sein Messer, um Paul die Kehle durchzuschneiden. Paul Marine, so leicht bekommst du mich nicht. Paul Marine zielt mit der Pistole auf sich und schießt 30 Mal. Das Magazin ist größer als bei einer normalen Pistole. Paul verschwindet, aber dann betreten 30 Paul Marines den Raum. Paul Marine, ich habe 30 Mal auf mich geschossen, damit ich in viele verschiedene Zeiten geschickt werde. Was bedeutet, dass ich mich jetzt 30... dass es mich... Es gibt mich jetzt 30 Mal und jetzt werden wir dich alle töten. Bruce, das bedeutet, dass jeder einzelne von euch eine Kugel in sich trägt. Paul Marine, natürlich, aber ich habe darauf geachtet, nur auf Stellen zu schießen, an denen keine lebenswichtigen Organe sind. Und nachdem wir dich getötet haben, lassen wir die Kugeln entfernen. Bruce, Pech für dich ist nur, dass ich vorhin in die Zeit zurückgereist bin und eine elektrische Ladung an jeder Zeitkugel an deiner Pistole angebracht habe. Ich habe mit diesem Auslöser in meiner Hand die Kontrolle über die elektrischen Ladungen. Paul Marine, nein! Bruce, doch, ein richtiger Schock! Bruce drückt auf den Auslöser. Alle Paul Marines werden von ihnen unter Strom gesetzt. Ihre Haut platzt überall auf, wie bei Würsten, die man zu lange auf dem Grill lässt und die deswegen überall aufplatzen. Alle Paul Marines sterben. Bruce, betrachte das als meine Kündigung. Uga, guga, gaga. Slobo, oh yeah, George Washington, Gott schütze Amerika. Bruce und Sophie machen rum.
Sophien wartet auf einen Moment, bis das Publikum aufgehört hat zu applaudieren, bis sie ihre nächste Zeile sagt. Sophien, Glückwunsch, du hast den Test bestanden. Welchen Test? Wir hielten dich schon immer für den Auserwählten. Also sind wir in die Vergangenheit gereist, um dich zu testen und um sicher zu gehen. Jetzt glauben wir, dass du bereit bist, gegen den ultimativen Superschurken aus der Zukunft zu kämpfen. Wo ist okay? Slobo, das ist dieser ultimative Superschurke. Sein Name ist Paul Marine. Bruce, aber ich habe Paul Marine doch gerade getötet. Nein, der Paul Marine, den du die ganze Zeit gekannt hast, war in Wirklichkeit ein Schauspieler aus der Zukunft, der bezahlt wurde, Paul Marine in diesem Test zu spielen. Der wahre Paul Marine ist ganz genauso, aber er lebt in der Zukunft. Er war ein Schauspieler, das bedeutet, mein Job war auch nicht echt. Ja, das ist der einzige Grund, weshalb du für so viele Jahre einen so niedrigen Posten hattest und niemals befördert wurdest. Und es auch so schien, dass die Leute dir nicht den Respekt zollen, den du eindeutig verdienst. Weil in Wirklichkeit bist du der Auserwählte. Jetzt macht alles Sinn. Wir müssen in die Zukunft reisen. Bist du bereit? Scheint, es wird Zeit, es herauszufinden. Bruce setzt seine Sonnenbrille auf. George Washington schwenkt eine amerikanische Flagge. Ende des Films. Bruce Savage wird zurückkehren. In Messer der Zeit, die Abrechnung. Ich kann es kaum erwarten. Boah, das hätte ich fast verpasst, ne? Hätte ich jetzt, oder? Wir müssen gleich hier lang, ich weiß es nicht, mal schauen. Auf jeden Fall, wenn ich niemanden anspreche, kann niemand mit mir sprechen, dann kann ich in Ruhe lesen. So. Kunst. Ich mag ja solche. Beth war ausschlaggebend für den Erfolg dieser Mission. Ja. Ich musste zu ihr, bevor es weitergehen konnte. Ja. Ich weiß. Aber wahrscheinlich müssen wir durch diese Tür. Okay. Wir gehen zurück. Genau. Hätte ich die nämlich angequatscht, dann hätte die wahrscheinlich die ganze Zeit dazwischen gelabert, während wir Time Knife Teil 2 gelesen hätten. Das ist inakzeptabel. So. Aber ich kann ja hier gar nicht wuschen. Wuschen. Hier sind wieder unsichtbare Gegenstände, an denen ich nicht vorbeikomme. Huch. Ganz ruhig bleiben. Hey! Alles okay. Ich bin's. Mein Gott. Warum klappt das bei ihr und nicht bei der Studentin? Sieh dir das nur an. Hoffe, das ist dein Stil. Diese Leute haben keine Ahnung, dass ich Portal im Vergnügungspark zerschossen habe. Ja, aber Monarch weiß es. Ich glaube nicht, dass meine Tarnung hält. Tja, also, das wird für den nächsten Schritt eh nicht notwendig sein. Das heißt ballern! Ballern! Okay, Dr. Emerald hält sich hier irgendwo in der Villa auf. Schnappen wir sie uns. Mit etwas Glück schaffen wir es unbemerkt wieder raus. Ja. Okay, du gehst vor. Die Villa wird auch gesprengt, ne? Was machen wir, wenn wir sie haben? Wir haben das gelesen. Außerhalb der Villa ist eine Anlegestelle. Okay, das kriegen wir hin. Ja, und jetzt? Da ist die Drohne. Oh Mist! Diese Drohne! Bis zur falschen Zeit am falschen Ort, wortwörtlich. Können wir die nicht einfach abknallen? Jack, Dr. Emerald ist da drin. Wir müssen sie da rausholen, bevor die Zeit wieder einsetzt. Ja doch. Ja, wie denn? Hallo? Nur weil die Zeit stillsteht, heißt das nicht, dass wir uns hier gemütlich... Wir sollten nicht warten. Schnappen wir uns doch... Jack, sie muss da weg, bevor die Zeit wieder einsetzt und die Drohne uns in Stücke schießt. Yep. Legen wir los, Doc. Was ist? Oh nein! Das kann nicht sein. Es passiert wirklich. Sie sind Jack Joyce. Sind Sie hier, um mich umzubringen? Nein. Aber Sie kommen mit uns. Wir brauchen Sie. Nein. Das war keine Bitte. Sie kollabiert! Also gut, los! Wo ist das verdammte Boot? Unten ist es.
Hey, los! Schaff sie auf das Boot, ich lenk sie ab! Dann los, los schnell, Ballon! Blick nennt er das? Ballern nenne ich das! Aussteigen! Es ist Dolph! Er ist an uns vorbeigekommen! Jetzt wird geballert! Lass sie nicht entkommen! Ey, Moment! Jemand soll Mr. Serene rufen! Was? Ihr haut ohne mich ab? Jack, sie schließen das Tor. Wir werden hier leichte Ziele sein, wenn du es nicht für uns öffnest. Ich kümmere mich drum. Ihr verschwindet, sobald ihr könnt, okay? Wäre es nicht klüger, wenn wir zurück auf die Treppe gehen? Oh. Stopp. Moment. Boah, das ist aber echt dreckig hier. Können wir den abknallen? Boah, ich hasse das. Scharfschützen. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oh, da ist ja noch ein Typ. Sie haben noch immer viel zu viel Feuerkraft. Diese Arschlöcher werden uns versengen, wenn du sie nicht zuerst erledigst. Ja, ist ja gut. Ich kümmere mich drum. Oh, jetzt reicht's aber. Oh shit. Ah. NBW. Nix hier weg. Oh. Junge. Schieß dir in die Beine. Yep. Alles hochexplosiv hier, oder? Warum immer... Ach so, Feuerwerk. Ich wollte schon sagen. Ist da hinten noch irgendwas? Ah, da ist wieder so ein scheiß Turm. Ich würde den ganz gern... Das ist ein Grill. Ach so, ein Gasgrill. Okay. Hä? Da war doch ein... War das nicht ein Geschützturm? Komm schon. Ah. Juhu. So. Ich will das Scharfschützengewehr. Wieso hat der eine Schrotflinte? Ich will das Scharfschützengewehr. Lass mich hier durch. War doch voll daneben. Naja. Ich muss das Tor aufkriegen. Was ist mit dir? Alles klar, los. Ich kann rüberkommen. Los. Nein, geh einfach. Wir haben das alles gemacht, um sie zu schnappen. Beth, du musst dafür sorgen, dass sie am Leben bleibt. Ich finde hier alleine raus. Ja. Mein Plan war einfach. Es gab eine Brücke aufs Festland. Ich würde mich durch alles kämpfen, was Monarch mir entgegenstellt. Ein Auto stehlen und damit zurück zum Pool fahren. Einfach. Erinnere dich daran, dass wir dich für den nächsten Teil lebend brauchen. Gebe Scharfschützendeckung. Wir werden sehen, was passiert. Oh, nee. Feuerwerk! Da kommt einer von hinten. Wo ist der andere Typ? Wow! Tut mir voll leid. Dich doch.
Da hinten sind sie. Ups. So, wo kann ich hin? Wo ist die nächste Deckung? Darum. Oh shit. Yep. Hinüber. Schrotflintenschütze dringt vor. Ja, ich merke es. Schrotflintenschütze, ey, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mach mal den Grill an. Na toll, das Magazin. Mist. Oh, da ist auch noch, noch ein Scharfschütze. Ja, 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 ja. Was? Was? Letzte Patrone! Letzte Patrone, du hast doch nicht mal alle Tasten im Schrank. Ups. Da oben sitzt der. Ah, gut, dann gehen wir mal darüber. Shit. Nicht gut. Ah, geil, der hat uns noch nicht gesehen. Also der weiß nicht, wo wir aktuell sind. Das ist sehr gut. Dann erzeugen wir da hinten mal ein Ablenkungsmanöver. Hier. Nein. Geht das? Explodier endlich. Muss ich nochmal nachhelfen? Weißt du, ich treffe Gegner, aber Fässer geht gar nicht. Jetzt aber. Jetzt explodier doch mal. Beth und Dr. Emerald waren in Sicherheit und es war Zeit abzuhauen. Dazu brauchte ich ein Fahrzeug. Ich will aber trotzdem einmal da hoch. Weil ich da nicht hoch soll. Hier ist nix. Okay. Zeit für einen Fluchtwagen. Hm. Nee, wir behalten mal diese Waffen. Sorry. Ja, nein, ist das... Oh, nein, wirklich... Der Parkservice bei Autodieben allerorts hochgeschätzt. Ja. Was ist das denn hier? Wow. Dürfen wir jetzt Auto fahren? Voll geil. Ich will selber fahren. Ich will selber fahren. Oh, Ende von Akt 3. Okay. Dann machen wir hier an der Stelle auch den Cut. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Also, ich gehe jetzt gleich schlafen. Jetzt darf ich drücken? Darf ich drücken? Jetzt darf ich drücken. Fortfahren. Alles klar, dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.